Meine Bilder, ja, ich freue mich, dass ich von Gott aus ein Geschenk habe, also dass ich meine Bilder kann so vorstellen oder die Schwaben malen. Die Werftage, Feiertage, Volkstracht und ihre Brauchturm und so weiter. Ich muss aber vom Herzen aus sagen, da bin ich sehr stolz dafür und Gott sei Dank viele Einwohner in Hajusch oder die meisten oder alle. Und wo Zuschauer sind, mit meinen Bildern sage ich immer eine positive. Natürlich habe ich einen wunderbaren Tag in Hajusch verbringen können, wo wir diesen heutigen Abend vorbereitet haben. Vielen Dank an alle, die damals mit dabei waren. Das war ein super Tag. Und natürlich, das war auch ein Familienausflug von uns. Also mit meiner Familie bin ich nach Hajusch gefahren. Und da waren wir auch in dem Atelier von Herrn Umanhofer und dort hat er auch für uns auf dem Akkordeon, also auf dem Kompharmoniker gespielt. Und natürlich, meine zwei kleinen Söhne haben das Ganze sich angehört und haben zum Schluss gesagt, noch einmal. und sie sind ja noch, also sie sagen, was sie fühlen, was sie denken und was sie haben wollen. Da haben wir nicht die Zeit gehabt, dass er noch weiterspielt, aber er hat uns versprochen, dass er heute Abend hier sein Knopfharmonika mit hat und dass er heute Abend spielt. Also jetzt würde ich dich mal bitten, oder? Hast du jetzt abgeändert? Ich habe eine andere. Naja, immer für eine Überraschung wäre das auch kein Problem. Meine Harfe habe ich nicht können mitbringen, die Klarinette und die anderen Instrumente, aber eine Mundharmonik habe ich dabei. Okay. Ich habe gedacht, ich habe eine Knopfharmonik auch hier, aber ich habe gedacht, er hat schon wieder eine Knopfharmonik gespielt. Warum Teufel muss ich auch wieder Knopfharmonik, warum ich nicht wieder Mund haben? Poschachnuppel, sage ich mir. Popadion, Poschachnuppel. Danke, Monika. Fantastischer Abend im Garten des Schlosses, begrüßt von der Bürgermeisterin. Dann haben wir uns getroffen bei der Qualifikation der Tanzgruppen in Dörfband, dann bei der Festgala des Landesrates in Moor und heute hier. Und so schön und so traditionell, wie Sie Ihre Sprache, wie Sie Ihre Sitten pflegen, so bescheiden sind Sie. Sie haben nämlich nicht gesagt, dass diese Tanzgruppe unter den 8 besten Ungarns ist. Gratulation. Danke.